Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Adventskalender von der Parfümerie Liebe. Der steht hier. Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich weiß gar nicht, was mich hier erwarten wird. Der hat 150 Euro gekostet und ich weiß nicht, ob der noch verfügbar ist. Ich setze euch auf jeden Fall mal einen Link in die Infobox und schaut so aus. Es sind im Prinzip zwei Boxen, die mit so einer Schleife verbunden sind. Da oben haben wir eine Zuckerstange und ich bin sehr gespannt. Den Adventskalender habe ich übrigens total zufällig entdeckt, weil ich hatte ein Video geguckt von Jennys Highlights und die arbeitet manchmal mit denen zusammen und deswegen habe ich mir gedacht, schaust du mal auf der Homepage vorbei, ne? Und dann habe ich gesehen, die haben einen Adventskalender, also habe ich mir den geholt. Bei Liebe, ein Fest für die Sinne. Feiern Sie mit uns die schönste Zeit des Jahres und so weiter und so fort. Und hier sind Überraschungen drin, die sitzen in Zelle und das ist hier einmal die Begrüßung. Dann haben wir hier einmal ein Kiwi. Ach, guck mal. Und dann haben wir einzeln eingepackte Geschenke hier drin. Starten wir doch einfach mal mit dem 1. Dezember. Und da haben wir eine Handcreme drin enthalten von Compagnie de Provence. 30 Milliliter sind hier drin, schaut einmal so aus. Und eine Handcreme ist auf jeden Fall etwas, was ich auch in einem Beauty-Adventskalender generell so erwarte. Ne? Die Marke sagt mir gar nichts, aber ich finde es ganz spannend. Der 2. Dezember ist so ein kleines Schächtelchen. Und ich glaube, das riecht ganz schön krass hier raus. Meine Güte, 35 Gramm von Goutal Paris. Ich glaube, das dürfte eine Kerze sein, oder? Da schauen wir doch mal hinein. Oh ja, eine Duftkerze, die richtig krass nach Tanne riecht. Wahnsinnig schöner Duft, mag ich richtig, richtig gerne. Auch hier, die Marke kenne ich nicht, aber ich freue mich drüber, so eine kleine süße Kerze im Adventskalender zu haben. Finde ich echt schön. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Sehr, sehr schön eingepackt in so einem Christmas Cracker. Festive Treats, einmal 50 ml Body Butter und einmal 40 Gramm Luxury Soap von The Scottish Fine Soaps. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Geschenkset. Mag ich wirklich gerne leiden. Passt auch super in einen Adventskalender, ne? Und hier haben wir dann auch die Seife, die einfach relativ pflegend riecht. Also, ja, nach Shea Butter irgendwie, ne? Aber Ginger, Clove and Mistletoe ist natürlich voll die Aussage Richtung Weihnachten. Das finde ich sehr, sehr schön. Also da hat jemand definitiv mitgedacht bei der Produktauswahl, ne? Das mag ich. Hier haben wir die Nummer 4. Die erste bekannte Marke und dann direkt mit einer Total Eye Hydrate Augencreme. Das finde ich schön. Moisturizing, Smooth, Soothing and, Eye Mask Balm. 7 ml sind hier drin. Clarin kenne ich tatsächlich auch. Ist eine sehr schöne, sehr verträgliche Marke. Und ja, die ist, glaube ich, auch relativ geläufig. Jetzt nicht so super, super, super bekannt, ne? Aber die haben wirklich schöne Produkte. Und hier freue ich mich wirklich, dass wir auch einen Augenbalsam drin haben. Mal gucken, ob der 5. Dezember weitermacht. Mit diesem guten Mix. Yo, Molten Brown, das ist ein Duschgel. Wild Mint and Lavandin, also wilde Minze und Lavendel haben wir hier drin. Und das ist eine kleine Größe. 30 ml haben wir hier drin. Und das schaut einmal so aus. Auch das ein schönes Produkt für einen Adventskalender. Und bislang sind das auch alles so Unisex-Produkte. Oh, jetzt weiß ich nicht, was ist die 6, was ist die 9? Keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach mal das hier als 6 auf. Oh, schöne Marke, Laboratoire Filorga aus Paris, Time Filler Mask, da freue ich mich drüber. Black Fiber Technology mit Kollagen, Super Smoothing, Regenerating Formula und da sind 20 ml drin. Das ist eine Tuchmaske und ich feiere Masken. Ich mag sehr, sehr gerne Masken. Jetzt im Winter ist mir das manchmal ein bisschen zu kalt, da greife ich dann eher zu einer Ampulle, aber schön ist es auf jeden Fall. Also ich mag gerne Masken. Masken und ich, wir sind so. Die Nummer 7. Goldfield and Banks Australia, The Essence of Australia, Coast to Coast Perfume Spray. Ach, wie schön, das freut mich doch. 3x2 ml haben wir hier drin. Also hier werden wir dann eine kleine Auswahl an Parfümminiaturen oder Proben haben vielmehr. Das sind einmal diese drei Düfte. Das finde ich interessant. Also ich sage immer, Parfümproben in Adventskalendern mag ich nicht. Miniaturen gibt es Sammler für, ist eine schöne Sache. Und wenn es so ein Dreier-Set ist, finde ich das tatsächlich auch gut. Auch für einen 150-Euro Adventskalender. Pacific Rock Moss habe ich hier drin. Dann Sunset Hour und Bohemian Lime. Also ich denke, dass wir hier einen aquatischen Duft drin haben werden, einen Gourmanding-Duft und einen zitrischen Duft. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht.
von der Form her hat sich das eher wie so ein Tübchen angefühlt, ist aber eine Pipette aus Glas. Forest Spa Finland. Nordic Adaptogen Serum Brighten Support Protect. Schön. 5 ml haben wir hier drin. 5 ml ist auch in Ordnung, finde ich persönlich. Ne? Also das ist auch eine gute Größe, die kann man auf jeden Fall so machen und hat auch so eine Pipette mit dabei und ich glaube, jeder kann auch irgendwie so ein bisschen Brightening gebrauchen. Dann gucken wir mal, worüber wir uns in der Nummer 9 freuen dürfen. Vielleicht ist es aber auch die 6. Okay, ich glaube, das war eher als die Nummer 6 gedacht, weil hier haben wir ein Dreier-Set von Estee Lauder drin. Der Wahnsinn, Leute. Mesmerizing Eyes Define Lift and Smolder. Da haben wir den Gentle Eye Makeup Remover drin, die Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara und den Double Wear Kajalstift. Und in so einem Set finde ich das auch tatsächlich vollkommen in Ordnung, wenn du da auch einen cool Kajal irgendwie in so einem Adventskalender findest. Ne? Richtig, richtig geil. Bin begeistert. Also, ich habe jetzt hier in dieser Box keine Nummer 10, deswegen denke ich, damit würde es in der anderen Box weitergehen. Hä? Ich habe nochmal eine Nummer 9 hier drin. Doppelt gemoppelt hält besser. Und eine Nummer 2 habe ich hier auch noch und eine 4. Hä? Och nö. Haben die sich vertan? Dort habe ich La Vie est Belle von Lancôme drin. Das ist eine Bodylotion mit 50 Millilitern. Mensch, das ist ja ein schönes Produkt. Unsere zweite Bodylotion, aber richtig cool. Ne? Bei der muss man ein bisschen aufpassen. Die hat ein bisschen Schimmer mit dabei, aber riecht wundervoll. Ich mag ja das La Vie est Belle richtig gerne. Das ist voll mein Duft. Ja, eine Bodylotion. Und dann schaue ich nochmal in die Nummer 12. Mehr habe ich ja hier gar nicht. Da habe ich auch von Compagnie de Provence Savon Liquid Marseille Nourrisson mit Karité, also Shea. Und ja, da habe ich eine Seife drin enthalten mit 300 Millilitern. Und das ist dann mein letztes Produkt. Alles andere habe ich dann quasi doppelt. So, wir haben es jetzt ein paar Tage später und ich hatte die Parfümerie Liebe angeschrieben und dann gesagt, Mensch, ihr habt mir die eine Hälfte zweimal zugeschickt, könnt ihr mir die andere Hälfte vielleicht auch noch schicken. Kein Problem, ging super schnell, inklusive Retourenlabel für die doppelt gelieferte Hälfte. Hier habe ich jetzt tatsächlich die fehlenden Büchschen, also für euch ist es ja quasi in einem Video und da wurde mir auch ein bisschen was dazugelegt, einmal ein bisschen zum Entspannen, ein Badefizzer, das ist einmal dieser hier und auch Winterzauber, eine Hand- und Nagelcreme. Das finde ich süß, muss ich sagen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Das Ganze ist natürlich auch noch schön mit diesem Schleifchen wieder eingepackt. Hier die Box mit den Produkten, dann schauen wir mal hinein. Jo, und das ist die fehlende Hälfte. Das heißt, zuallererst möchte ich mit euch zusammen natürlich in die Nummer 10 hineinschauen. Ich habe mir jetzt die anderen Produkte nicht wieder alle rausgesucht, um sie auf den Stuhl zu stellen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Erstmal die fehlende Nummer 10. Und das wäre sehr schade gewesen, wenn ich das nicht mit dabei gehabt hätte. Das ist nämlich eine Full Size von Lancôme Nutrix Nutrition Reparatrice Creme Rich. Also das ist halt also eine Nourishing and Soothing Rich Cream mit 50 Millilitern. Das ist ja wohl mal der Wahnsinn. Also in einem 150-Euro Adventskalender erhofft man sich sowas natürlich auch. Ne? Und dass sowas random in einer 10 mit drin ist, das finde ich richtig geil. Das ist die originale Formulierung reformuliert oder so, ich weiß es nicht. Also ich finde es großartig, feiere ich total. So, jetzt müssten wir bei Nummer 12 oder 13 sein. Ist für mich nämlich schon ein paar Tage her, dass ich die andere Hälfte gedreht habe. Ist aber nicht schlimm, wir kriegen das voneinander, ne? Die Nummer 13. Und hier habe ich von Atkinsons in London sitzen die wohl etwas drin. Ach, du ahnst es nicht. Das ist ja mal cool. Ich beschwere mich ja über Parfümproben. Und hier haben wir aber ein Set drin, bestehend aus 4 verschiedenen Parfümgeschichten. Das finde ich super. Also genau so soll das sein, meiner Meinung nach. Ne? Das ist wünschenswert. Und da sind halt diese kleinen Pumper drin, was ich cool finde. Also bin ich ganz ehrlich, genau so möchte ich das haben. Und in einem 150-Euro Adventskalender ist es auch genauso vollkommen in Ordnung. Finde ich cool. Da haben wir die Düfte James 24 Old Bond Street, 44 Gerald Street oder Gerard Street und Mint and Tonic drin. Und die haben wohl jeweils 2 Milliliter. Ich finde es klasse. Vor allem dann auch in so einem schönen Geschenkset drin. Juti, die Nummer 14. Da haben wir eine Fruchtsäurecreme. Oha.
bin ich immer vorsichtig. Dr. Kitzinger, da sind 15 Milliliter drin. Also das wird dann ja AHA sein. Die hier würde ich definitiv abends empfehlen, nicht morgens. Weil alles, was mit Säure zu tun hat, würde ich abends verwenden. Weil ansonsten ist die Haut zu sehr, also wenn jetzt mal ganz salopp gesagt, wenn du dein Gesicht peelst, gehst du ja auch nicht damit pick in die Sonne direkt, ne? Weil die Sonneneinstrahlung da einfach zu viel machen könnte. Aber finde ich tatsächlich cool. Ja, also bis zu einmal pro Tag würde ich vielleicht nicht unbedingt jeden Tag verwenden. Leichtes Prickeln ist möglich und signalisiert die Wirkung, ne? Weißt du Bescheid? Vorsichtig mal rantesten. Machen wir weiter mit dem 15. Dezember. Ach guck, die hatte ich doch auch schon irgendwo mal mit drin. Das fand ich sehr, sehr hübsch. Also bei einer anderen Parfümerie. Ich glaube, Kosmetikfuchs war das, ne? Ja, Hautpflegespezialisten. Anti-Aging Balm. Augen- und Lippenlichtschutzfaktor 15. Das ist süß. Immerhin, ne? Also es ist ein Lippenbalsam, den du auch gleichzeitig für die Augenpartie verwenden kannst. Was ich sinnvoll finde. Also alles, was du für die Augen verwenden kannst, kannst du für die Lippen genauso verwenden. Wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Anti-Faltencreme oder so verwende, dann mache ich mir auch gerne noch den Rest so über die Lippen drüber. Und hier ist der wohl schönste Lippenbalsam überhaupt drin, finde ich. Also das habe ich bei dem anderen Adventskalender auch gesagt, ne? Sieht extrem schön aus, eine tolle Verpackung, ist hier drin und mag ich sehr gerne leiden. Die Nummer 16. Ja, ob sowas in einem 150-Euro Adventskalender sein muss, keine Ahnung. Ich glaube eher weniger. Von Marvis habe ich hier nämlich Earl Grey Tea, eine 25ml Zahnpasta. Also meine Aussage bei den letzten Unboxings war, eine Zahnpasta ist okay, aber jetzt nicht unbedingt in dem Preissegment. Sie sollte halt nur nicht irgendeinen fancy Geschmack haben, weil, ne, das braucht man jetzt so nicht unbedingt. Hier ist jetzt Earl Grey Tea. Ich weiß nicht, ob das irgendwie einen krassen Geschmack hat. Keine Ahnung. Ich würde mir wünschen, dass es nicht so wäre. Eine Woche vor Heiligabend sind wir beim 17. Dezember angekommen. Hildegard Braukmann, Nature Anti-Age Celebration Ampoule, 7 Ampullen à 2 ml, das heißt, du hast hier eine richtig schöne Ampullenkur am Start. Das finde ich nice. Also, wer sich da beschwert, da weiß ich auch nicht. Also, da werden Ampullen drin sein, ne? Ist jetzt hier noch versiegelt mit Hyaluronsäure, Retinol und aktiver Kräuterkraft. Retinol auch am besten nur abends verwenden und nicht in Kombination mit Peelings. Ich habe hier ein Video über Wirkstoffe gemacht, falls ich das nicht eben schon eingeblendet habe. Super, super wichtig, dass ihr da einfach mal wisst, was ihr wie miteinander kombinieren solltet und was besser nicht so. Weil Retinol peelt halt auch, ne? Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe hier den 18. Dezember. Ich sehe ganz viele Augen. Marfa Eau de Parfum Memo Paris Fleur Bohème. Okay, das sind 5 ml von einem Parfüm. Orange Blossom Absolut Tuberose. Nee, Orange Blossom Absolut, Tuberose Absolut und White Musk. Oh, das hört sich sehr gourmandig an. Sehr vollmundig. Im Abgang waldig, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall ist das hier dieses Parfum. Ich meine, dass ich das sogar auch mal irgendwie in einem The Bayenkorf Adventskalender oder so gesehen habe. Riecht richtig gut. Also diese Tuberose ist halt auch wirklich voll meins, ne? Ich kann mir vorstellen, dass das was mit uns beiden werden könnte. Ist nämlich auch zum Sprühen, dementsprechend keine Miniatur. Das freut mein Herz. Hier habe ich die Nummer 19. Oh mein Gott, Estee Lauder Daywear Multi-Protection Antioxidant Sheer Tint Release Moisturizer, Lichtschutzfaktor 15, 30 ml. Das ist schon krass. Das ist wirklich, wirklich krass, ne? Boah. Ja, das ist nicht schlecht. Also hier haben wir auf jeden Fall einen guten Wert, ne? Tinted Moisturizer ist natürlich... Ist das Tinted Moisturizer? Ja, Sheer Tint, ne? Ist immer so eine Sache, das passt halt nicht jedem. Da muss man halt einfach schauen, ne, ob das farblich klar geht. Ist immer mutig, sowas reinzupacken. Ich finde es aber irgendwie cool, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sowas kann halt ein ganz tolles Alltagsprodukt sein. Sammy hat mich gerade angespuckt. Was soll das? Jetzt setzt er sich hin. Junger Mann, alles gut bei Ihnen da unten. Ja, sehr schön unterm Schreibtisch, ne? Die Nummer 20. Oh, hier kommt ein derber Duft raus und das dürfte eine Seife sein, oder? Serge Lutton Savon, eine Soap mit 150 Gramm. Das ist diese hier und die riecht sehr intensiv. Wir können alle Seife gut gebrauchen. Oh, die ist hier auch nochmal richtig eingepackt, ne? Also, ja, definitiv ganz gut im Adventskalender aufgehoben. Ne, Sammy, so eine Seife, die kannst du wo machen? Meinst du auch?
Die Nummer 21. Maison Francis Cordillan Paris 724. Das ist eine parfümierte Handcreme mit 35 Millilitern. Ich finde es immer ganz schön, wenn man halt auch solche parfümierten Produkte drin hat, eben weil du dadurch den Parfümduft auch länger auf dem Körper haben kannst. Du hast länger was von den Produkten und du kannst den Duft einfach auch länger erleben, sodass du einfach selber schauen kannst. Finde ich besser halt als eine Parfümprobe, ob dir der Duft zusagt oder eher nicht so. Das riecht sehr intensiv hier auch schon raus. Sehr, sehr intensiv. Und ich glaube, so eine Handcreme, die kann was. Ich weiß nicht, ob die unbedingt gut pflegen kann, aber du hast auf jeden Fall dann den Duft so an den Händen. Und du wirst ihn auch dann sehr intensiv und sehr viel wahrscheinlich wahrnehmen, ne? So, schauen wir mal in die sehr kleine Nummer 22. Da ist bestimmt eine Augencreme drin, oder? Vielleicht von Estée Lauder. Von La Mer, bitte was? Okay, ja, das ist aber keine Augencreme. Das ist The Moisturizing Cream mit 7 Millilitern. Und La Mer ist natürlich super hochpreisig, ne? Mhm. Cool, dass wir die drin haben. Ich meine, die auch schon mal verwendet zu haben. Ich hatte auf jeden Fall schon mal eine Augencreme von La Mer und fand die mega. Würde mir die aber im Leben nicht nachkaufen, weil ich kann davon, was weiß ich, wie viele Wochen Einkäufe machen. Schaut so aus und finde ich klasse. Das muss ich wirklich sagen, dass wir so eine teure Marke hier drin haben. Dafür sind Adventskalender ja auch ein Stück weit da, um uns halt nicht nur anzufixen, sondern auch so einen Hauch Luxus zu vermitteln, dass wir die Möglichkeit haben, halt sehr teure Produkte zu einem meistens fairen Preis auch mal auszuprobieren. So, der Tag vor Heiligabend ist sehr klein, die Nummer 23. Hier könnte ich mir Augenpads vorstellen. Passt auf jeden Fall, ne? Da habe ich von Sophie's Garden Augenpads drin. Und zwar Phytocellular Eye Mask. Ich meine, dass ich die jetzt auch letztens schon mal irgendwo mit drin hatte und verwendet habe. Ich meine, dass ich die mochte, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? So schaut die Verpackung aus. Und ich werde sie auch wieder verwenden. Ich werde sie auch wieder im Aufgebraucht-Video euch reviewen und bin sehr gespannt drauf, wie so mein Second Impression Feeling sein wird. Aber es passt auf jeden Fall in Nummer 23. So bei den Adventskalendern, die ich bislang selber gepackt habe, habe ich das auch öfters mal gemacht. In der Nummer 24 haben wir jetzt wirklich auch irgendwie so eine Box drin, wenn ich das richtig fühle. Und das ist ja mal ein Highlight von Molton Brown Marvelous Mandarin and Spice Festive Bobel. Bobel, ich glaube nicht. Man weiß nicht, wie ich das ausspreche. Bauble. Nein. Oh Gott, ich weiß noch nicht genau, was es ist. Aber ich finde, dass es sehr, sehr schön aussieht. So hübsch eingepackt. Ist das ein Parfüm, was gleichzeitig irgendwie Schimmer mit bei hat? Oder ist das nur die Umverpackung? Nee. Hä? Das kannst du dir an Tannenbaum hängen? Was bist du? Oder bist du ein Duschgel? 75 Milliliter? Bath and Shower Gel. Das ist witzig. Das wird jetzt, ich glaube, nicht so super teuer sein oder so. Aber es passt halt in eine 24, weil das so süß ist irgendwie, ne? Also allein von der Verpackung her. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Duschgel, vor allem in 75 Millilitern, so süß verpackt war. Erinnern wir uns ein bisschen zurück auch an die erste Hälfte des Adventskalenders, ouch, und stellen uns diesen auch mal hier noch zusätzlich bildlich auf dem Stuhl vor. Ich muss wirklich sagen, dass wir durchweg tolle Produkte drin hatten. Manche, die ein bisschen mutiger waren, weil sie vielleicht auch irgendwie eine Tönung mit dabei hatten oder so. Natürlich vermisse ich persönlich aufgrund meiner Liebe zu Kosmetik in dekorativer Art Schminke. Das ist halt einfach so meins, wo ich mir denke, hey Mensch, so ein bisschen mehr wäre schon cool gewesen. Aber naja, ne, es sind schon schöne Produkte drin. Wir haben auch sehr interessante Düfte hier mit drin vertreten. Und ich finde, dass die Parfümerie Liebe hier einen schönen Adventskalender rausgebracht hat, der an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch eine Müh-Perfektion bekommen könnte. Aber ich finde den schön gestaltet. Also schade tatsächlich. Ich habe eben nochmal geguckt. Der ist mittlerweile ausverkauft. Ansonsten wäre das ein sehr, sehr schöner und empfehlenswerter Adventskalender. Ich finde ihn aber einfach nice, muss ich sagen. Und ich bin froh, dass ich ihn hier habe und ihn für euch auspacken durfte. Und ich bin auch sehr gespannt, wie der Adventskalender im nächsten Jahr aussieht, den die Parfümerie Liebe dann rausbringt. Hoffentlich dann natürlich auch in einer höheren Stückzahl. Das wäre ziemlich cool. Ja, ihr Lieben, das wäre hier jetzt mein Video gewesen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns super gerne austauschen. Richtig geil ist natürlich auch, wir haben nicht wirklich irgendwie Füllprodukt oder so ein Gedönsen mit dabei. Und brauchbare Produkte von geilen Marken auch, ne? So, das wäre es jetzt wirklich gewesen. Wenn es dir gefallen hat, ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.